Wir kommen zum letzten Teil. Es hat mir schon jemand gesagt, sie hat einen solchen Kopf, aber dafür haben wir ja ein Blatt. Da kann man das, was nicht mehr reinkommt, später wieder in Erinnerung rufen und rekonstruieren. Also wir sind zum Abschluss der Zeit des Überflusses gekommen. Nun kommt die Zeit der Not. Die Brüder Josefs suchen Zuflucht in Ägypten. Und Josef sieht nach so langen Jahren seine Brüder wieder. Er kennt sie, sie erkennen ihn nicht. Er spricht mit ihnen nicht mehr Hebräisch, er spricht Ägyptisch und unterhält sich nur mit Dolmetscher, mit ihnen. Das war ein unvorstellbarer Moment. Nach all den Jahren, diese Brüder als gestandene Männer da wieder zu sehen. Und sie verbeugen sich vor ihm, selbstverständlich vor dem Mann Nummer zwei in Ägypten. Und Josef geht nicht sofort ein und gibt sich zu erkennen. Josef möchte zuerst prüfen, ist in der Zwischenzeit etwas geschehen. Und so erkundigt sich eigenartigerweise dieser höchste pharaonische Beamte nach dem Wohlergehen ihres Vaters in Kanaan. Eigenartig. Und er fragt nach, habt ihr noch einen weiteren Sohn? Wie kommt der auf die Idee, nach einem weiteren Sohn zu fragen? Wir sind ja schon so viele Kinder, ja? Das reicht doch vielleicht, könnte jemand sagen. Ja, wir haben noch einen. Und er will dann, dass sie den auch mitbringen. Der merkt, die werden ganz unruhig. Ja, nein, das können wir unserem Vater unmöglich antun, dass ihr nun auch noch diesen Sohn verliert. Er hat schon einen Sohn verloren. Das können wir ihm nicht antun. Und da merkt Josef, aha, die sind nicht mehr gleich wie früher. Die können es akzeptieren, dass es einen jüngsten Sohn gibt, an dem der Vater speziell hängt. Da ist etwas geschehen. Nun, Josef will, dass sie den jüngsten Sohn auch mitbringen und lässt sie gehen. Das bringt sie in gewaltige Not und Jakob kann das nicht akzeptieren. Was? Jetzt wollt ihr mich ins Verderben? Jetzt habe ich schon Josef verloren. Jetzt soll mir auch noch Benjamin genommen werden. Und wir müssen ja denken, daran denken, Benjamin ist der zweite und letzte Sohn von Rahel. Also nun hätte Benjamin die Stelle des Erstgeborenen über die Lieblingsfrau Rahel bekommen können. Das könnt ihr mir unmöglich antun. Ja, der Mann hat gesagt, wir müssen Benjamin mitnehmen. Ruben setzt sich ein und sagt, ich bin bereit, dir meine Söhne zu geben. Also auch er ist bereit, seinen Erstgeborenen hier zu geben. Und noch den, der nicht der Erstgeborene ist. Nun, gegenüber Josef finden wir, wie sich insbesondere Juda einsetzt. Fiat Punto Blau. Sollte hier weggestellt werden, weil einer ist gefangen und kann nicht wegfahren. Fiat Punto Blau. Nun, interessanterweise setzt sich dann ganz besonders Juda ein und will sich sogar als Sklave im Austausch anbieten für seinen Bruder Benjamin, als der dann in Not kommt. Also Juda hat sich ganz besonders eingesetzt für den Jüngsten, für Benjamin. Und interessant ist,
dass in der ganzen weiteren Geschichte des Volkes Israel sind Juda und Benjamin aufs engste verbunden geblieben. Denn später, als das 12-Stämme-Reich gespalten wurde in 10 im Norden und die 2 im Süden, da blieb Juda und Benjamin zusammen. Und schon bei der Landverteilung unter Josua waren das die benachbarten Stämme. Ganz eindrücklich ist auch die Verbindung zwischen Juda und Benjamin in Jerusalem. Die Stammesgrenze zwischen Juda und Benjamin verläuft nämlich gemäß dem Buch Josua den Berg Zion hinauf bis zur Bergspitze. Das ist übrigens der Fels in der Oma-Moschee. Das ist die Bergspitze. Da geht die Grenze durch nach dem Buch Josua. Und später, als der Tempel gebaut worden war, da befand sich der Altar noch im Stamm Benjamin, während das eigentliche Tempelhaus kam in das Stammesgebiet von Juda. Also die Grenze im Tempelbezirk ging zwischen Altar und Tempelhaus durch. Nur um zu zeigen, eben diese enge Verbundenheit von Juda und Benjamin, die auch geblieben ist. Josef sieht also, dass in seinen Brüdern effektiv etwas vorgegangen ist. Er sieht einen Gesinnungswandel. Darum prüft er zuerst ihr Verhalten gegenüber dem Liebling Benjamin. Und all die Not, Gewissensnot und die Schwierigkeiten, die die Brüder da erlebt haben, die bringen sie zu folgender Aussage. Das wollen wir jetzt miteinander nachlesen. Erster Mose 42, Vers 21. Ich lese schon Vers 20. Und euren jüngsten Bruder sollt ihr zu mir bringen, dass eure Worte sich bewähren und ihr nicht sterbet. Und sie taten also. Da sprachen sie einer zum anderen: Fürwahr, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er zu uns flehte, und wir hörten nicht. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Die Brüder denken, der Ägypter versteht ja kein Hebräisch. Und die sprechen so miteinander. Und Josef hört alles, er versteht alles, aber er bleibt hart. Nicht, weil er ein harter Mensch war, der jetzt so gewissermaßen mal die Rache auskosten wollte. Das war überhaupt nicht aus der Rachsucht heraus, sondern Josef wollte, dass es nicht eine billige Versöhnung gab. Und darum hatte er Zeit. Er wollte, dass es zu einer wirklichen Heilung kommen sollte. Und so wird das auch sein, wenn Israel in der Zukunft nach der Entrückung der Gemeinde in diese 7 Jahre der Not hineinkommen wird. Nach den prophetischen Worten ist ja genau 7 Jahre. Das ist die 70. Jahrwoche, also eine Periode von 7 Jahren, nach Daniel 9. In dieser Not werden viele aus Israel sich fragen, warum kommt eine solche Katastrophe über uns? Und sie denken zurück, genau im Sinn von hier, von Vers 21, fürwahr, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er zu uns flehte und wir hörten nicht. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Sie verstehen, es ist Gottes züchtigende Hand, um uns zur Umkehr und zur Einsicht zu führen. Und so wird in der Zukunft der Überrest Israels entstehen. Ich lese eine Stelle zum Überrest. Da kann man ja selber mal alle Stellen suchen im Alten Testament mit einer Konkordanz. Aber eine Schlüsselstelle. Jesaja 10, Vers 20. Diese Stelle wird auch im Römerbrief auf die Zukunft angewandt. Und es wird geschehen zu jener Zeit. Da wird der Überrest Israels und das Entronnene des Hauses Jakobs sich nicht mehr stützen auf den, der es schlägt,
sondern es wird sich stützen auf den Herrn, den Heiligen Israels, in Wahrheit. Der Überrest wird umkehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Denn wenn auch dein Volk Israel wie der Sand des Meeres wäre, nur ein Überrest davon wird umkehren. Vertilgung ist fest beschlossen, sie bringt einherflutend Gerechtigkeit. Denn der Herr vollführt, der Herr der Heerscharen vollführt Vernichtung und Festbeschlossenes inmitten der ganzen Erde. Das erinnert uns sogar an die Sprache von Josef bei der Traumdeutung, sagt er, die Sache ist von Seiten des Herrn fest beschlossen. Und hier wird diese Gerichtszeit auch als fest beschlossen beschrieben, inmitten der ganzen Erde. Aber ein Überrest wird in dieser Zeit umkehren. Der Ausdruck hier, ein Überrest wird umkehren, heißt auf Hebräisch She'ar Yashub. Ein Sohn von Jesaja bekam diesen Namen. Als Gedenkname im Blick auf die zukünftige Umkehr des Überrestes aus Israel. She'ar Yashub. Ein Überrest wird umkehren. In den Psalmen haben wir viele Psalmen, viele Gebete, die gerade die Gefühle ausdrücken von diesem Überrest, der durch die größte Not hindurchgeht. Man liest die Psalmen wieder mal auf eine ganz neue Art, wenn man sich das vergegenwärtigt, aus welcher schrecklichen Situation heraus sie geschrieben sind. Was die einmal bedeuten werden. Und dann kann man sie auch wieder besser auf sich selber übertragen. Und man merkt, die werden ja durch eine viel schlimmere Zeit gehen, als ich vielleicht gerade im Moment durchgehe. Und die schreien auch auf diese Art zu Gott. Josef sieht Gottes Werk in ihren Herzen. Und als das alles so deutlich geworden ist, wie sie bereit sind, sich voll einzusetzen für den Liebling, da merkt er schließlich beim zweiten Besuch, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mich offenbaren kann. Da lesen wir etwas aus Kapitel 45. Ich lese schon von Kapitel 44, Vers 32. Denn dein Knecht ist für den Knaben Bürge geworden bei meinem Vater, indem ich sprach, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, so will ich alle Tage gegen meinen Vater gesündigt haben. Der harte Herrscher aus Ägypten wollte Benjamin. Und nun lass doch deinen Knecht anstatt des Knaben bleiben, als Knecht meines Herrn, und der Knabe ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Denn wie sollte ich zu meinem Vater hinaufziehen, wenn der Knabe nicht bei mir wäre, dass ich nicht das Unglück ansehen müsse, welches meinen Vater treffen würde? Jetzt ist klar, wenn ein Bruder so sprechen kann, dieses Unglück kann ich meinem Vater nicht mehr antun. Das, was sie früher so ganz cool und hart tun konnten. Jetzt wusste Josef, jetzt ist der Moment gekommen. 45,1. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen. Vor allen, die um ihn standen. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Der Mann, der sich moralisch so bezwingen konnte, kann sich jetzt nicht mehr mit seinen Tränen bezwingen. Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Jetzt hat er keinen Dolmetscher mehr. Und er erhob seine Stimme mit Weinen. Und es hörten's die Ägypter. Und das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, Ani Josef, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch zu mir her. Und sie traten herzu. Und er sprach, Ani Josef Achichem, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun betrübet euch nicht und es entbrenne nicht
in euren Augen, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und noch sind 5 Jahre, dass kein Pflügen noch Ernten sein wird. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden. Merken wir den Ausdruck Überrest. Und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und spreche zu ihm. So spricht dein Sohn Josef. Ko Amar Bincha Josef. Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab, säume nicht, und du sollst im Land Gosen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Söhne. Und dann Vers 13. Und berichtet meinem Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und eilt und bringt meinen Vater hierher herab. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihnen. Und danach redeten seine Brüder mit ihm. So ergreifend diese Geschichte. Und merken wir wieder die Parallele zu Sacharja 12, Vers 10. Ich werde den Geist, meinen Geist ausgießen über das Haus Davids. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, wie über den Erstgeborenen. Und wie man wehklagt über den einzigen Sohn. An jedem Tage wird die Wehklage groß sein in Jerusalem. Und in den weiteren Versen heißt es, das ganze Land, alle Sippen werden wehklagen, werden an dieser Wehklage teilnehmen. Also dramatisch diese Parallele zwischen 1. Mose 45 und Sacharja 12 und 13. Das führt uns nun zur vierten Periode hin. 1. Mose 46 bis 50. Nach der reuigen Buße der Brüder Josefs kam Gottes voller Segen über die ganze Sippe Israels. Sie kommen alle herab nach Ägyptenland, und zwar nach Gosen. Gosen ist ein relativ kleiner Fleck im Nildelta. Das ist ein fruchtbares Gebiet. Man muss ja daran denken, Ägypten, ich habe erklärt, das Land des Todes, ist zu etwa 96% Wüste. Aber Gosen, das ist ein grünes Gebiet. Ich habe mal so eine Zugfahrt gemacht von Kairo nach Alexandria hindurch. Da geht man also durch die Wüste und dann kommt man in das fruchtbare Nildelta, zu dem eben auch Gosen gehört. Das ist eine ganz andere Welt. Ausgerechnet den besten Flecken bekommt die Familie Jakobs, die Familie Israels. Also der volle Segen kommt über diese Familie, genauso wie Gott den vollen Segen über den Überrest Israels in der Zukunft bringen wird, nach all dem Leid. Und es ist so schön, Josef tröstet seine Brüder. Und so wird der Messias in der Zukunft Israel über all die Not, die sie erlitten haben, trösten. So beginnt ja auch das Jesaja-Trostbuch, Kapitel 40. Nachamu, Nachamu, Ami, Yomer, Eloichem. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das ist der messianische Aufruf zum Trost Israels nach all der erlittenen Not in der Vergangenheit. Ich lese Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Und rufet ihr zu, dass ihre Mühsal vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, dass sie von der Hand des Herrn Zwiefältiges empfangen hat für alle ihre Sünden. Und es heißt dann in Vers 5, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und alles Fleisch miteinander wird sie sehen.
denn der Mund des Herrn hat geredet. Das erinnert uns an Josef, der sagt, erzählet meinem Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten. Die Herrlichkeit des Herrn offenbart sich so für Israel in der Zukunft. Und was so eindrücklich ist, da kommt dieser alte Jakob, dieser verschlagene Fersenhalter. Der hat so viel Schreckliches durchgemacht in seinem Leben. Aber Gott hat ihn nicht fallen lassen. Durch all diese Umstände und Umwege, die er gegangen ist, und all das Tragische, was er erlitten hat, wie man selber betrogen wird, führt Gott ihn zum Ziel. Und da kommt dieser Hirte aus Kanaan nach Ägypten vor den Pharao. Und was tut er? Er geht hin und segnet den Pharao. 47, Vers 7. Und Josef brachte seinen Vater Jakob und stellte ihn vor den Pharao. Und Jakob segnete den Pharao. Das ist gewaltig. Und wir merken das vielleicht nicht unbedingt, denn wir sind uns zu wenig gewöhnt an das Prinzip von Hebräer 7, Vers 7. Dort erklärt der Hebräerbrief, Melchisedek hat ja damals Abraham gesegnet. Und es ist immer der Größere, der den Geringeren segnet. Nicht umgekehrt. Das Gleiche sehen wir übrigens ganz eindrücklich in Lukas 2, als Maria und Josef das Kind zur Darbringung im Tempel bringen, zum Freikauf. Da gehen sie in den Tempel hinein, ins Tor der Erstgeborenen, und da kommt der Priester Simeon. War ein Priester, denn immer Priester mussten dieses Ritual durchführen. Und da heißt es in Lukas 2, er segnete sie, die Eltern, aber nicht das Kind. Noch heute wird dieses Ritual, dieses Pidyon HaBen-Ritual, durchgeführt im Judentum. Leute aus dem Priesterstamm dürfen das erstgeborene Kind auf die Arme nehmen. Die Eltern müssen Silbersekel zahlen. In Amerika macht man das heute mit Dollar. Und er muss dann Segenssprüche sprechen. So gehört das Kind der Familie und sie müssen es nicht quasi für den Tempel abgeben. Der Priester segnet das Kind, aber Simeon segnete nicht das Kind, sondern nur die Eltern in Lukas 2. Ganz eindrücklich, dieser alte, weise Greis segnet nicht den Messias. Er weiß, das Kind ist größer als ich. Aber die Eltern, die kann ich segnen. Maria und Josef. Also, denken wir daran, Hebräer 7, 7. Ohne Widerspruch wird das Geringere von dem Größeren gesegnet. Und jetzt hier haben wir Jakob, dieser verschlagene Jakob, den Gott zum Ziel führt. Und er kann die Nummer 1 der alten Welt segnen. Der weiß ganz genau, ich bin zwar nur ein Hirt, aber ich bin der Träger der messianischen Hoffnung. Er ist größer als der Pharao. Er segnet ihn. So wird auch in der Zukunft das Volk Israel zum Segen werden für alle Völker. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. 1. Mose 12, Vers 3. Gott führt Jakob zum Höhepunkt. Und da wollen wir noch besonders schauen auf 1. Mose 47, Vers 31. Da heißt es am Schluss, und Israel betete an zu den Häuptern des Bettes. Er wird zum Anbeter. Aber wir müssen das lesen aus die Parallelstelle in Hebräer 11. Dann machen wir noch eine Lektion über Widersprüche in der Bibel. In Hebräer 11 unter den Glaubenshelden wird genau diese Szene erwähnt. Hebräer 11. Ich lese schon von Vers 20. Durch Glauben segnete Isaak. Nein, Vers 21. Durch Glauben segnete Jakob, sterbend einen jeden,
der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Durch Glauben gedachte Josef sterben des Auszugs der Söhne Israels und gab Befehl wegen seiner Gebeine. Der Höhepunkt Jakobs ist dieses Anbeten über der Spitze seines Stabes. Der Verschlagene endet als Anbeter Gottes. Aber in 1. Mose haben wir gelesen, er betete zu den Häupten des Bettes. Was stimmt jetzt? Über dem Stab oder beim Bett? Nun, das Problem kommt daher. Auf Hebräisch schreibt man Stab gleich wie Bett. Matte spricht man es allerdings aus, wenn es Stab heißen soll. Andere Vokale werden eingesetzt in die Konsonanten. Und für Bett mit da. Aber man schreibt genau gleich die Konsonanten. Also diesen Text kann man, wenn er so wie er ursprünglich geschrieben worden ist, lesen als Rosch des Bettes, also Kopf des Bettes oder Kopf des Stabes. Jetzt ist es so, die Rabbiner im Mittelalter, die haben ja den hebräischen Text versehen mit Strichen und Punkten. Da haben sie die Vokale angedeutet, wie man das aussprechen soll. Und die haben hier eingesetzt die Vokale für Mitta, Bett. Aber der Hebräerbrief, der sagt uns, dass die andere Lesart die richtige ist. Dass es Stab heißen sollte. Aber das hat also nichts zu tun dass die Bibelüberlieferung ungenau wäre, sondern es ist nur eine Frage der Aussprache des Textes. Soll man Mitta oder Matte lesen? Und das Neue Testament klärt, ja natürlich, man muss das so lesen. Diese Fälle sind an sich selten, denn der Kontext normalerweise klärt. Ein anderes berühmtes Beispiel ist Mose, der vom Berg herabkommt und sein Gesicht strahlt. Ja gut, je nachdem wie man die Vokale einsetzt, heißt es, sein Gesicht war gehörnt. Und jetzt wisst ihr, warum Michelangelo so schreckliche Hörner gemacht hat bei Mose. Ich habe mal eine Mose-Darstellung in der Kathedrale in Lausanne gesehen, die ist aus Holz und dort wurden später die Hörner abgesägt. Ist so, in der Vulgata, in der lateinischen Übersetzung, hat man das anders gelesen und dann heißt es in der lateinischen Übersetzung, das Gesicht Moses war gehörnt. Aber aus 2. Korinther 3, wo neutestamentlich über das Ereignis gesprochen wird, wird klar gesagt, das Gesicht Moses war strahlend und deswegen musste er eine Decke über den Kopf ziehen. Also das ist auch so ein Parallelfall. Sind relativ selten, aber das kann es mal geben. Jakob wird zum Ziel geführt durch Gott, durch all die Not hindurch. Dann ist noch ein wichtiger Punkt. Jakob segnete die zwei Söhne Josefs und nahm sie gewissermaßen, adoptierte sie als seine eigenen Kinder. Das ist eine ganz eigenartige Handlung. Warum hat er das getan? Weil Josef sollte das doppelte Erbe bekommen, als Erstgeborener. Dazu eine Stelle aus 5. Mose 21. Das ist ein Text aus dem Familienrecht. Vers 15. Wenn ein Mann zwei Frauen hat, eine Geliebte und eine Gehasste, also Gehasste ist relativ, weniger geliebt, wie Rahel und Lea. Und sie gebären ihm Söhne, die Geliebte und die Gehasste. Und der erstgeborene Sohn ist von der Gehassten. So soll es geschehen an dem Tag, da er seine Söhne erben lässt, was sein ist. Er kann nicht den Sohn der Geliebten zum Erstgeborenen machen, vor dem Sohn der Gehassten, dem Erstgeborenen, sondern den Erstgeborenen, den Sohn der Gehassten, soll er anerkennen, dass er ihm zwei Teile gebe von allem, was in seinem Besitz gefunden wird. Denn er ist der Erstling seiner Kraft, ihm gehört das Recht der Erstgeburt. Da haben wir genau den Fall, später im Gesetz geregelt, zwischen Ruben, war der Sohn der Gehassten, Lea, und Josef, der Sohn der Geliebten, Rahel. Er kann es nicht
einfach so ändern. Aber weil Ruben diese Schandtat begangen hatte, konnte Jakob eben das Erstgeburtsrecht verschieben. Übrigens, die anderen kamen nicht einfach so in Frage, denn das waren ja Kinder von Nebenfrauen. Und eine Nebenfrau heißt nicht, dass das keine vollwertige Ehe mit Vertrag war, sondern das bedeutet, eine Nebenfrau hatte kein Anrecht auf Familienerbe. Das war also eine reine Erbregelung mit Hauptfrau und Nebenfrau. Das waren aber vollwertige Ehefrauen. Das gab also hat nichts mit Konkubinat und solchen Zeugs zu tun. Das wurde ganz klar unterschieden. Obwohl die Polygamie für sich ein Problem ist, das im Alten Testament verurteilt wird. Aber hier sehen wir weiter, der Erstgeborene bekommt zwei Teile. Und nun sehen wir, Jakob nimmt die beiden Söhne Ephraim und Manasse, adoptiert sie gewissermaßen als seine Söhne und segnet sie. Dadurch wird Josef zu zwei Stämmen gerechnet. Und die beiden, die Nachkommen der beiden, die Ephraimiten und die aus dem Stamm Manasse, die hatten später nach dem Buch Josua jedes ein Stammeserbteil bekommen. Und so hatte Josef das Erstgeburtsrecht bekommen. Die zwei Teile. Aber eigenartig ist, Jakob hat beim Segen die Hände gekreuzt, sodass der Zweite zum Erstgeborenen wurde. Josef wollte das nicht, aber Jakob, obwohl er blind war, hatte hier den besseren Durchblick. Und so sollte es sein, dass später Ephraim der Führungsstamm der 10 Stämme im Norden werden sollte. Da wird auch später oft das 10-Stämme-Reich Ephraim genannt. Eben wegen diesem Erstgeburtsrecht, das ihm gegeben wurde. Dass es dann immer doch 12 Stämme sind, wird so geregelt, indem zum Beispiel je nach Aufzählung der Stamm Levi, der Priesterstamm, der kein Erbteil hatte im Land, dafür Priester sein konnte, Priesterdienst tun konnte, wurde jeweils nicht mitgezählt. Also es gibt verschiedene Zählmethoden, sodass man immer auf 12 kommt, ja? Wo dann im Prinzip mit 13 Stämmen zu rechnen ist. Und dann kommt das gewaltige Kapitel 49. Der Segen Jakobs in 1. Mose 9 sei prophetisch die ganze Geschichte Israels bis in die Endzeit. Das wäre ein Thema für sich. Also alles, was er den 12 Söhnen sagt, der Reihe nach, das ist Segen und Erfahrung, die Israel vom Anfang bis in die Zukunft durchmacht. Wir haben schon gesehen, in Verbindung mit Ruben, da wird ihm das Erstgeburtsrecht abgesprochen. Dann kommt in Vers 5, Simeon und Levi sind Brüder, Werkzeuge der Gewalttat, ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat, meine Ehre vereinige sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn haben sie den Mann erschlagen und in ihrem Mutwillen den Stier gelähmt. Verflucht sei ihr Zorn, denn er war gewalttätig, und ihr Grimm, denn er war grausam. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. In 1. Mose 34 haben diese beiden Söhne ein gewaltiges Unrecht den Hethitern angetan. Und hier bringt nun Jakob einen Fluch über die zwei. Und das bedeutet, nach Vers 7, ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Beides hat sich erfüllt. Später hat der Stamm Levi kein Erbteil bekommen, aber Städte ganz verstreut unter den Stämmen Israels. Mit etwas Land rund darum herum. Und Simeon selber wurde zerstreut innerhalb des Südreiches. Bei beiden hat sich das so erfüllt. Simeon und Levi wären ja von der einen Nebenfrau der Erstgeborene und der Zweitgeborene. Sie kamen aber unter einen Fluch.
In Levi wurde aber später dieser Segen in ein dieser Fluch in einen Segen umgewandelt. Nämlich damals, nach dem Auszug aus Ägypten, kam die Sache mit dem goldenen Kalb. Alle Stämme hatten sich verschuldet, aber der Stamm Levi hatte sich durch Standhaftigkeit ausgezeichnet. Die haben dem Götzendienst Widerstand geleistet und darum wurde zu dem Zeitpunkt Levi zum Priesterstamm eingesetzt. Und natürlich wurden sie zerstreut in ganz Israel, aber damit, das war eine Regelung in Verbindung mit ihrem Priestertum. Sie durften Priester sein, darum hatten sie keinen Landbesitz. Sie konnten sich auf den Dienst für den Herrn konzentrieren. Und so hat Gott Fluch in Segen umgewandelt. Simeon kam nicht in Frage für das Erstgeburtsrecht. Der nächste Anwärter wäre gewesen, Levi. Und der hat zum Teil Erstgeburtsrecht bekommen. Denn das Erstgeburtsrecht umfasste doppeltes Segen, doppeltes Erbteil. Das hat Josef bekommen. Aber das war auch Priesterdienst in der Familie, der Erstgeborene. Nun, das bekam Levi. Nach Levi kam aber noch Juda. Und Juda bekam den dritten Segen des Erstgeborenen. Denn ein dritter Segen war, der Erstgeborene sollte herrschen über seine Brüder. Das kennen wir von früher her, von Jakob und Esau. Jakob sollte der Erstgeborene sein, obwohl er als Zweiter kam. Er sollte über Esau herrschen. Ja, das ist wieder dieser Segen. Die Herrschaft bekam der Stamm Juda, denn aus dem Stamm Juda sollte die Königslinie kommen mit David. So wurde also Juda als nächstem Anwärter auch noch etwas abgegeben von dem Erstgeburtsrecht. Und darum ist es nun interessant, in Verbindung mit Juda wird auch das Kommen des Messias-Königs erwähnt. 1. Mose 49, Vers 10. Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis das Schiloh kommt und ihm werden die Völker gehorchen. Der Stamm Juda sollte ein nationaler Staat sein, bis der Messias kommt. Das Zepter und der Herrscherstab sollte nicht weggehen. Und im Jahr 70 ging der Judenstaat unter. Das jüdische Volk wurde zerstreut in alle 5 Kontinente. Eine tragische Zeit der Staatenlosigkeit und der ewigen Verfolgung kam. Aber nach dieser Stelle sollte Shiloh, der Friedensbringer heißt das, noch vorher kommen. Und tatsächlich, Jesus Christus ist vor dem Jahr 70 gekommen. Vor dem Untergang des Judenstaates. Nicht weichen wird das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis das Schiloh kommt. Und ihm werden die Völker gehorchen. Speziell die Heiden sollen sich dann dem Messias anschließen. Der Judenstaat ging unter und das Evangelium ging in die Heidenwelt, in alle 5 Kontinente. Noch etwas Interessantes. Und im Jahr 6 haben die Römer den Juden die Todesstrafe, das Recht auf Todesstrafe abgenommen. Das kennen wir, denn die jüdischen Führer sagen zu Pilatus, als er sagt, richtet ihr ihn hin. Er sagt, nein, wir können nicht die Todesstrafe ausüben. Darum haben sie den Römern übergeben. Das hängt damit zusammen. Aber der Talmud sagt, als das geschehen war, dass die Römer ihnen diese Hoheit über die Todesstrafe weggenommen hatten, da gab es eine Wehklage in Israel und man hat getrauert und gesagt, wehe uns, das Zepter ist von Juda gewichen und Shiloh ist nicht gekommen. Dabei war in der Zwischenzeit ein kleiner Junge, der geboren worden war in Bethlehem. Shiloh war schon da, aber das steht im Talmud. Sie sagen, wehe uns, das darf nicht sein. Und Shiloh ist nicht gekommen, aber er war bereits in ihrer Mitte. Darum musste der Messias ein Jude sein, aus dem Herrscherstamm Juda kommen. Auch wieder ein Erstgeburtssegen für Juda. Dieser Jude, der sich so für Benjamin eingesetzt hatte, ja, schließlich.
So sehen wir die geistlichen Zusammenhänge. Schließlich stirbt Josef mit 110 Jahren. Und wir lesen 50, Vers 25. Schon 24. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe, und Gott wird euch gewisslich heimsuchen und euch aus diesem Land heraufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach: Gott wird euch gewisslich heimsuchen. So führet meine Gebeine von hier hinauf. Und Josef starb 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein, und man legte ihn in eine Lade in Ägypten. Also in einen Mumiensarg. Josef sagte: Es wird die Zeit kommen, da werde ich aus Ägypten ausziehen. Warum wusste er das? Weil Gott das schon längst seinem Vorfahren Abraham vorausgesagt hatte. In 1. Mose 15 schon. War alles schon geregelt. Ich lese 1. Mose 15, Vers 13. Und er, Gott, sprach zu Abraham: Gewisslich sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft ein Fremdling sein wird, in einem Land, das nicht das ihre ist. Und sie werden ihnen dienen und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Aber ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden. Und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden, wirst begraben werden in gutem Alter. Und im vierten Geschlecht werden sie hierher zurückkehren. Denn die Ungerechtigkeit der Amoriter ist bis hierher noch nicht voll. Abraham wusste schon längst über die Unterdrückung in einem fremden Land und dann der Auszug mit großer Habe. Josef wusste das und er glaubte. Und so sagte er ihnen: Ihr müsst mir schwören, dass ihr meine Gebeine von Ägypten nach Kanaan überführen werdet. Dann, wenn der Exodus stattfindet. Und darum haben wir gelesen, Hebräer 11, dass Josef glaubend Befehl gab wegen seiner Gebeine, weil er glaubte an die Verheißung des Exodus aus Ägypten. Und so kam es dann auch in 2. Mose 13, Vers 19, dort haben wir den Exodus, den Auszug. Vers 18, und Gott führte das Volk herum, den Weg der Wüste des Schilfmeeres. Und die Kinder Israel zogen gerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich. Denn er hatte die Kinder Israel ausdrücklich schwören lassen und gesagt: Gott wird euch gewisslich heimsuchen. So führet denn meine Gebeine mit euch von hier hinauf. Und dann in Josua 24, Vers 32, im verheißenen Land angelangt. Heißt es schließlich: Und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Israel aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie zu Sichem auf dem Stück Feld, welches Jakob von den Söhnen Hemors des Vaters Sichems gekauft hatte, um 100 Kesita. Und sie wurden den Kindern Josef zum Erbteil. Josef begraben im Land Kanaan. Trotz all dieser Herrlichkeit in Ägypten war sein Herz in Kanaan geblieben. Das ist eindrücklich. Und er glaubte an den Exodus und er glaubte auch an die Auferstehung. Und er wollte auferstehen dann im verheißenen Land. Aber wo im verheißenen Land? In Sichem. Er glaubte an die Landverheißung.
Sichem ist heute Nablus, eine der größten Palästinenserstädte im Westjordanland. Ausgerechnet dort, in Nablus, war Josefs Herz. Denn er wusste, dieses Land gehört Israel. Wir merken also, wie die Josefs Geschichte eine Explosionskraft und Bedeutung hat, bis in unsere Zeit hinein. Denn da geht es um die Frage, wem gehört Nablus? Josef glaubte an die Verheißung des Exodus und er glaubte auch, dass Sichem Israel gehören sollte. Nablus. Ein Glaubensmann, der uns wirklich zu Herzen geht. Und das einerseits wegen seiner persönlichen Treue und andererseits wegen dieser überwältigenden Hinweise und Parallelen auf unseren Erlöser, den Messias, Jesus hin. Ja, wir haben noch Zeit für ein paar Fragen und dann wollen wir noch mit Gebet schließen. Wer hätte noch eine Frage? Johanna? Also ich habe gesagt, Ägypten ist das Land des Todes, aber in Jesaja 19 am Schluss nennt Gott Ägypten mein Land Ägypten. Ja, es ist das Land des Todes, aber wenn Josef herrscht, dann ist es ein Land, das Leben bekommt. Jesaja 19 beschreibt das tausendjährige Friedensreich. Und Jesaja 19 sagt, dass in dieser Endzeit Gott den Ägyptern sich zu erkennen geben wird. Eine ganz gewaltige Stelle, die den ägyptischen Christen, echten Christen, es gibt ja viele, Tausende, denen ist diese Stelle ganz besonders ans Herz gewachsen. Mein Volk Ägypten. Aber das wird gerade dort beschrieben, die werden in der Endzeit, werden sie den Herrn, Yahweh, erkennen. Und dann bekommt Ägypten Leben. Also es ist kein Widerspruch, sondern Ägypten ist das Symbol für den Tod. Aber wenn der Messias kommt, vorgebildet in Josef und dann er selber in Jesaja 19, dann gibt es Leben und Segen für Ägyptenland. Eine weitere Frage? Ja, da hinten. Also wie kann es sein, dass die Patriarchen sich schon an Gesetze gebunden wussten, wie die Sache mit Blutschande, ja. Meinst du, ja? Obwohl die ja später erst im Gesetz geregelt wurden. Nun, das ist ganz wichtig, viele der Gesetze im sinaitischen Gesetz, die sind nicht zum ersten Mal da eingeführt worden. Denn die Frage Hurerei, Unzucht, das war von Gott her geregelt, schon mit der Schöpfung. Darum bezieht sich der Herr Jesus auch in der Ehescheidungsfrage in Matthäus 19 wieder, wie war es von Anfang der Schöpfung an? Und er zeigt, Gott hat einen Mann und eine Frau zusammengefügt zu einem Fleisch. Und darum war die Frage der Hurerei und der Unzucht, das war klar von Anfang der Schöpfung an. Aber später im Gesetz Mose wird das nochmals alles im Detail aufgeführt und erklärt, was in Gottes Augen Sünde ist. Aber man kann nicht sagen, dass in der Zeit des Gesetzes, dass man da nicht wusste über Recht und Unrecht. Und darum zählen zum Beispiel die Juden zu den noachitischen Geboten. Also die Gebote, die eingesetzt wurden schon unter Noah, zum Beispiel auch die Frage wegen der Unzucht. Aber das war von Anfang der Schöpfung an, war das ein Gebot, an das sich die Menschen halten mussten, auch die Ehe. Nur kommt dann die Perversion. In Lamech, 1. Mose 4, lesen wir plötzlich, und Lamech nahm sich zwei Frauen. Frech führt er plötzlich die Polygamie ein, was gegen Gottes Schöpfungsordnung war. Ja, vielleicht noch eine Frage. Oder vielleicht zuerst eher, weil er noch ein... Ah, 1. Mose 49, ja.
1. Mose 49, Vers 25. Und er wird dir helfen und dem Allmächtigen, und er wird dich segnen mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt. Nun, Segen von oben, das ist der Regen, und Segen von unten, von der Tiefe, der Home, kann ein Meer bezeichnen oder auch einen See, wie zum Beispiel den See Genezareth, der ja ganz wichtig ist für die Bewässerung des Landes. Darum kommt ja in letzter Zeit immer wieder der See Genezareth so auf Tiefstände. Also Segen von oben, Regen, und Segen von unten aus der Tiefe, das ist Seewasser. Israels Land wird gesegnet durch Wasser im doppelten Sinn. Johanna, die allerletzte Frage. Ja gut, bei Juda war es nicht direkt gegen den Vater gerichtet. Das ist so abscheulich, klar. Aber ich meine jetzt, wenn es geht um Jakob, dass er das Erstgeburtsrecht verteilt, hat er das Ruben abgesprochen, weil das eine ganz direkte Verfehlung war gegen ihn als Vater. Darum wird das so unterschiedlich behandelt.